Na gut, war ich hier? Ne, hier hinten war auch nichts mehr. Könnte natürlich diese Kohle hier abbauen. Wenn da keiner rumschlawenzelt, kommt, ich guck lieber doppelt und dreifach. Ach ja, gucke mal. Wenn da niemand rumschlawenzelt, ach, lass mich hoch. Muss eine gute Position für ihn finden. Er hat uns schon gesehen, ne? Ja. Hat er doch. Will er uns jetzt umlaufen? Mann, wo bist du denn? Er kann natürlich entweder in das Loch gefallen sein, nach oben gegangen sein oder wartet hinter einer Ecke. Ach, verdammt. So hatte ich mir das ehrlich gesagt nicht vor. Oh, da. Unfair. Also das zur neuen KI. Jetzt stirb. Boom. Biatch. So, der wäre erledigt. Ich wollte doch nur diese süße Kohle mitnehmen, weil wir die wirklich brauchen. Das Eisen habe ich nur mitgenommen, damit es nicht zu Diskussionen führt. Ja, warum hast du jetzt die drei Stücke Eisen nicht mitgenommen? Die könnten wir jetzt gut brauchen, wenn wir uns ein Eisenschwert oder... Oh, ich hoffe, das ist die Musik. Oh, Jungs, jetzt kommt nicht mit Fliegengeflatter und solchen Gemeinheiten hier an. Das raubt mir den letzten Nerv. Da bin ich schon fast froh, dass ich hier morgens aufnehme. Erstens, weil ich es kann und zweitens, weil ich das mal ausprobieren wollte. Ob ich dann vielleicht fitter bin und mich nicht so leicht erschrecken lasse, aber... Oh. Haha. Aber letzteres haben wir schon widerlegt. Ich lasse mich leicht erschrecken. So, einfach mal die Kohle hier eingesammelt. Im Sprintmodus. Ja, komm. Ich lasse die Höhle jetzt einfach mal Höhle sein. Wir gucken mal, ob es Tag ist, zufällig. Dann könnten wir uns hier verdrücken. Wir könnten das theoretisch mal etwas weiter zubauen. Hier am besten mit Sand. So, am besten, weil... Weiß ich auch nicht. So, dass wir auf jeden Fall beim nächsten Mal hier eine halbwegs sichere Basis vorfinden, wenn wir hier dann nochmal hingehen sollten. Mist, das regnet in Strömen. Es könnte aber trotzdem Tag sein. Das müssen wir dann gerade mal so ein bisschen evaluieren. Und es ist Tag. Also aber fraglich, ob das jetzt gerade Tag geworden ist, dunkel wird. Nicht, dass wir jetzt rausgehen und sofort, ne? Zisch, bumm. Ganz schön dunkel, also ich würde jetzt tippen. Ja, was würde ich denn jetzt tippen? So, wo können wir raus? Ich mache hier einfach mal aus der Entfernung wieder. Bin so ein kleiner Angsthase. Ich habe es aber lieber ein bisschen sicherer. Das Schwert ist übrigens fast kaputt. Wir könnten... Nee, das andere ist ja noch gar nicht angefangen, sonst hätte ich gesagt, reparieren wir das mal. Das ist ja auch cool. Dann gibt es so ein paar Prozentpunkte an extra Benutzung. Wenn man zwei zusammenfügt. So, und jetzt nichts wieder raus. Gut, dass der Regen ist, zischt nicht hinter uns. Der müsste unser Bötchen, genau da hinten, ist schon ein bisschen abgetrieben. Nee, das ist gar nicht unser Bötchen. Haha, unser Bötchen liegt ja noch im Hafen. Ist auf jeden Fall einfach zu finden hier. Können auch mal eine Fackel hinmachen. Haben wir ja noch ein paar. So, das könnte uns dann eventuell, wenn ich das nächste Mal dran denke, signalisieren, dass da was ist, was vielleicht so ein Untergang ist. Nee, dass da die Höhle ist. So. Und wieder los. Ach, ist das hübsch. Achso, und bevor ich hier jetzt was mache, Moment, da gehe ich mal wieder... Dorthin und dort und so. Wieder die Fröhlich-Playlist angemacht. Nicht, dass ich wirklich noch an einem Herzkasper hier, ne,
vor mich hin krepiere. Das bisschen Schnee können wir uns eigentlich mal genehmigen. Wenn es noch... Es könnte schon der Sonnenuntergang sein. Das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. So, eine Vollkaracho an den Strand. Patsch. Halbwegs, ich glaube, dass auch automatisch, dass man hier an den Strand gesetzt wird. Oh, ist das süß. Wie die Schäfchen hier dort weiden. So. Also die, das ist eine, ist das eine Eisenschaufel? Eine Steinschaufel? Die geht nämlich sowas von fix, das Ding. Ne, die haut hier einmal durch. Also einmal Block antippen und er ist schon weg. Mensch. Oh, ja. Was für eine Ironie. Einmal antippen und dann ist es weg. So. Ich habe gerade erst gesehen, dass wir... Ist jetzt dunkel? Ich glaube, das ist schon der Sonnenuntergang. Müssen wir uns in Kürze mal verdrücken, damit wir auch im Hellen noch zu Hause sind. Vielleicht. Vielleicht klappt das auch nicht. Nein, Entschuldigung. Entschuldigung, Schafi. Ich habe leider kein Getreide dabei, sonst hätte ich das natürlich wieder gut gemacht. Das ist wirklich der Sonnenuntergang und der ist hübsch. So, jetzt aber nichts wie los hier. Bevor wir zu spät kommen. Ich konnte nur dieses Schneegestöber nicht einfach alleine lassen. Sondern nicht weit haben wir es nicht nach Hause. Ich wollte gerade sagen, wir könnten mal drüber nachdenken, vielleicht eine Art Kanal zu basteln. Wo wir dann uns einen... Oh, das ist aber auch farbenfroh gerade. Ich kann nur gerade nicht hingucken. So geht das vielleicht. Nee, ich habe Angst, gegen den Strand zu fahren. Also sehr farbenfroh und hübsch. Nur mal schon kurz hingelugt. Aber da die Sonne eben schon weg ist, könnten wir Probleme bekommen. Voll gegessen haben wir. So. Ich möchte jetzt auch nicht zu schnell in die Hafeneinfahrt rein. Weil dann genauso was passiert wie eben. So. Zu Hause. Also das mit dem Boot gefällt mir echt ganz, ganz super. So, wir sind zu Hause. Die ruhige, fröhlich Playlist trällert vor sich hin und wir können schlummern gehen. Auf einen neuen Tag. Moment, nochmal Dachboden bewundern. Ah, hübsch. So, als nächstes könnten wir dann eigentlich mal die Fenster reinsetzen, ne? Das habe ich ja sträflich vernachlässigt. Und wenn man schlummert, dann geht meistens auch morgens der Regen aus. Yes, er ist weg. Wunderbar. So, also, wir haben draußen hoffentlich keine Gesellschaft. Okay, haben doch Gesellschaft. Na gut, der ist... Hindör. Na gut, achso, ich muss erstmal gucken, ob hier hinten noch jemand rumschlawenzelt. Und wenn ja, müssten wir ihn erst töten, bevor wir hier an den Fenstern rumspielen. Nicht, dass er dann noch Herr Bogenschütz rausschießt und ich mich wie saumäßig erschrecke. Da wäre ich spontan nicht so für. Na, durch den Hintereingang wieder rein. Des Hauses, falls sich da jemand fragt. Und die Tür ist natürlich auch zu. Jetzt könnten wir eigentlich wirklich mal hier zumindest die... Ausgucklöcher schon mal basteln. Also die Tür, da könnten wir eigentlich mal mit anfangen, wo die hin soll. Ob die da jetzt so asymmetrisch bleiben soll, dann könnte da ein kleines Fensterchen oder wir machen die mittig. Dann hätten wir allerdings das Problem, dass wir einen Raum haben, wo man eigentlich nur durchläuft, wo man nicht viel drin reinbauen kann, ne? Also wenn wir die Tür hier hinbauen würden, ich mach das gerade mal. Mann, Mann, jetzt halt doch mal die Klappe. Ist ja nicht dein Ernst, oder? So, wenn wir die da rechts hinbauen würden, dann kämen die Fenster links hin und dann hätten wir zumindest noch ein bisschen was vom Raum. Achso, da muss erstmal der Holzklotz hin. Sollte aber eigentlich auch nur so testweise sein, ob das nun so hübsch ist oder nicht. Achso, ich
Hab vergessen, erstmal Plumpatsch abzulegen. So wie das und das und das. Und noch jemand? Ohne Fahrschein? Achso, die Pilze, die brauchen wir nicht. Na gut, das soll es dann erstmal wieder gewesen sein. Wir haben noch irgendwo Zeug. Weil ich nicht ganz weiß, was ich damit meine. Was wollten wir denn gerade? Genau, eine Birkenholzstämme, wo ich jetzt auch schon wieder viele verplempert habe. Und Erde für die Wand. So, hier kommt die nicht hin, dann kommt die dahin. Und der der Eichenholzstamm dort. Okay, mit der Tür hinten. Gerade mal gut achten, ob man das anbieten kann oder ob das einfach blöd aussieht. Vielleicht sieht das mit Fenstern auch ganz anders aus, wer weiß. Also hier wären ja durchgezogen. So gut es geht. Mit Eichenholz. Also ich glaube, hier müssten wir schon durchgehen machen. Ja, ich glaube, das kann man so verkaufen. Wenn wir uns denn hier ein Fenster reinbauen. Vielleicht muss es auch noch einen breiter, damit das Fenster wenigstens symmetrisch ist. Ja, also ich muss gestehen, es sieht ein bisschen blöd aus da oben. Ich probiere ja gerade mal was. Wie sieht das denn aus, wenn wir das Fenster ganz groß machen? So tun, als wäre das Haus größer, als es eigentlich ist. Also es sieht schon irgendwie ansprechender aus. Ja, so ein bisschen zumindest. Also da könnte man eine Glasscheibe reinbauen. So, mal aus der weiten Entfernung gucken. Das ist wahrscheinlich auch Tagesform abhängig. Abends würde ich das dann anders bauen. Ja, Ach man, das fällt wieder so schwer. Es kommt dann auch immer ein bisschen auf die Fenster an. Manche haben ja einen Rahmen. Manche auch nicht. Na gut, wir können das eigentlich auch von... Ach so, da war noch die Frage aller Fragen ab durchs Fenster. Ob wir hier hinter auch noch einen... Ich mache das gerade mal. Das ist 5 von dem linken Balken, also von dem jetzt rechten Balken entfernt. 1, 2, 3, 4, 5 und dann wäre es Nummer 6. Parfait. Und als nächstes stünde dann auch langsam... Na toll. Wir haben nicht genügend Holz. Ein Keller auf der Agenda. Auf der Agenda steht sowieso immer ganz schön viel. Weiß nicht, ob wir auch nur die Hälfte durchkriegen. Bevor ich sage, oh, das ist mir alles so blöd. Ich weiß ja nichts mehr, mir fällt nichts mehr ein. Zum Beispiel das Dauerdurchgequatsche. Wenn mir das mal irgendwann schwerfallen sollte, dann werde ich das auch mitteilen. Wenn ich in die Aufnahme anfange und schon gar nicht weiß, wie ich anfangen soll. Wobei das eigentlich auch immer das größte Problem ist, was ich habe. Das geht wahrscheinlich den meisten so. Dass es dann erstmal total beängstigend ist, diesen Aufnahmeknopf zu drücken. Weil es dann ja wirklich halbwegs endgültig ist, was da ab dann passiert. Ich kann dann ja nicht sagen, okay, ich mache 1000 Aufnahmen. Das kann ich natürlich schon. Aber darunter leidet ja auch so ein bisschen meine Motivation. Und wenn ich mich dann nicht traue anzufangen, dann werde ich mich garantiert auch beim nächsten Mal nicht wohler fühlen. Von daher probiere ich das beim ersten Drücken des Aufnahmeknopfes gleich hier voll durchzustarten. Ich kann natürlich, wenn mir das nicht gefällt, auch einen Teil von der Audiospur wegschneiden, ohne dass es überhaupt jemand merkt. Das geht natürlich alles. Winnie? Da ist der Lavapool irgendwo. Ich hätte auch ganz gerne ein paar Saplings. Tja, aber auch hier in Minecraft fiel mir das schwer, die erste Folge zu gestalten. Denn man muss ja auch sich vor Augen halten, dass das die Folge sein wird, die sehr wahrscheinlich die meisten sehen werden. Wenn das überhaupt jemand sehen wird. Nur nochmal so an Skyblock zurückerinnert, das haben ja einige Leute gesehen. Und zwar deutlich mehr als die nächsten Folgen, ist ja ganz klar, das ist immer so. Und da hätte ich ganz gerne anders angefangen. Das weiß ich jetzt im Nachhinein. Da ist einer und da sind zwei. Das weiß ich im Nachhinein, aber auch erst, weil ich weiß, wie man es besser machen kann. Ich hoffe, das ist mir jetzt halbwegs gelungen.
prima, zufrieden bin ich mit meinen Leistungen natürlich nicht.